So schaut jetzt der Leuchtturm dann aus, ausgedruckt, fertig ausgedruckt. Ihr seht, ich mache da schon die Löcher frei, damit es von innen dann ein Licht herausscheinen wird. Hallo, gefällt es dir, Alex? Da kommt dann, das mache ich, das Geländer, da mache ich mit Kupferdraht. Das wird gelötet und das da oben wird da ausgewechselt mit Messing. Und dann wird das sicher super ausschauen, wenn das alles bemalen ist und fertig ist. Er ist recht groß, wie ihr seht, aber es ist 1 zu 87, also ein H0. Die Größe passt. Und ja, bin schon gespannt, wie das dann auf der Anlage ausschauen wird. Wie gesagt, ich habe ein Dings gekriegt, eine Lego Uno R3 von einem Freund von mir, der das nämlich braucht, der uns mal heute vorbeigebracht. Damit machen wir nachher die Lichtsteuerung. Ja, ihr seht, es ist viel zu tun und ich bin dabei. Damit ihr seht, wie das mit dem 3D-Druck jetzt mit dem Fensterlöcher, das ist das Fenster. Und da mache ich jetzt die Löcher rein, damit dann das Licht, was reinkommt, auch gesehen wird. Ich habe da eben diesen kleinen Handbohrer und eine 1 mm Fräse. Fräsaufsatz, gell? 1 mm. Mach das mit der geringsten Stufe, mit der Einsatzstufe. Muss man zuerst einmal ein Loch reinmachen. Dann kann man die Konturen einmal fahren. Ganz vorsichtig natürlich. Gut. Was passiert ist, dass sich das Plastik herumwickelt. Das entferne ich einfach mit einem Bastelmesser, indem ich da immer auf der Länge. Anders geht es leider nicht. Wenn man einen Teil weg hat, dann geht der restliche Teil meistens schon runter. Beim Nachformen. Ihr seht, jetzt ist das Loch da drin. Beim Nachformen ist dann meistens so, dass dann das nicht mehr so. Ich werde da wirklich vorsichtig sein. Ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, weil ich versuche euch zu zeigen, normal halte ich das so, dann geht es ein bisschen besser. Aber ebenso geht es ein bisschen schwieriger. Aber es geht sich recht gut aus. Danach arbeite ich noch mit so kleinen Pfeilen ein bisschen nach, indem ich dann einfach die Kanten noch ein bisschen kantiger mache. Im Endeffekt schaut es dann so aus, dass dann alle, so sieht man es am besten, alle Lichtfenster offen sind, außer eben das ganz kleine, das lasse ich aus. Und da kommt dann hinten ein Licht dazu montiert und wird auch eben mit Arduino dann wahrscheinlich eben gesteuert werden, verschieden eingeschalten werden können. Ja, beim Leuchten war der nächste Schritt. Wie ihr sehen könnt, habe ich zum Beispiel da schon schön verspachtelt. Dann ein bisschen mehr Licht machen. Und auch schon einmal geschliffen. Dann muss ich noch ein bisschen nachschleifen, vielleicht auch noch ein bisschen spachteln. In dem Fall habe ich jetzt diesen Revel Plasto verwendet, keine Werbung. Ich habe das jetzt von einem
Freund von mir gekriegt, der es nicht mehr gebraucht hat. Haben wir gedacht, ich brauche einmal die Tuben da auf. Muss aber sagen, ja, ist recht klasse für so kleine Modelle. Aber was ich gesehen habe, ist es sauteuer. Und naja, ob sich's auszahlt, ist eine andere Frage. Ich muss dann schauen, meinen großen Teil werde ich dann sicher mit einer anderen Spachtelmasse machen. Gut. Aber für diesen kleinen Teil haben wir gedacht, verwende ich einmal das. Aber ich muss sagen, es ist wirklich sauber geworden. Dann, da kommt ja noch ein Teil rauf. Habe ich auch schon, aber da muss ich noch ein bisschen drüber schleifen, da muss ich auch noch ein bisschen drüber spachteln. Gemacht. Was ich aber auch gemacht habe, ist heute diese Löcher reingefräst. Da kommen Messingplatten sozusagen, Plättchen. Dann rundherum rein. Nehmen wir mal jetzt an, wo der wirklich schön drin bleibt. So. Das heißt, da werden diese Plättchen, werde ich dann reingeben. Dazwischen eine Plastikfolie als Glas. Und ich glaube, das wird dann super schön ausschauen, weil es eben Messing ist. Was ich noch gemacht habe, ist schon die Löcher vorbereitet. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Für das Geländer. Das Geländer werde ich hier mit Kupferdraht eben selbst zusammenlöten. Da habe ich auch vor, eben das eben zusammenzulöten und drauf zu machen. Also da habe ich jeweils das, was der PLA-Drucker gedruckt hat, weggetan. Und wenn ich mir gedacht habe, das schaut nicht gut aus und ich mache das ein bisschen originaler oder halt schöner, indem da wirklich ein Metallgeländer ist und auch beim Glas Messing dabei ist. Das ist das, was ich heute Nachmittag noch gemacht habe, wo man auch ein paar Stunden, die ich gebraucht habe, allein das auszufräsen, weil man immer wieder diese 1 mm Fräse dann von diesem Plastik befreien muss. Da dauert das halt fast ewig. Auch habe ich ja diese Messingplättchen zugeschnitten aus einer halben Meter Stange. Und ja, das waren ein paar Stunden Arbeit wieder. Aber so macht das Ganze schön langsam Fortschritte. Und ihr könnt sehen, es schaut recht gut aus. Es geht weiter. Erstens einmal könnt ihr sehen, jetzt habe ich das schön geschliffen. Schaut wunderschön aus. Auch da. Dann habe ich die zwei Teile schon zusammengeklebt. Plus, da habe ich mir auch mit dem Drucker einen Sockel, einen kleinen ausgedruckt, wo jetzt die Lampe schon drauf ist. Das Kabel kommt unten heraus. Da ist auch eine kleine Steuerung drinnen für die Leuchte, die dann immer wie beim Leuchtturm auf- und wegleuchtet. Gut, ich weiß jetzt auch schon ungefähr die Farben, die ich malen muss. Ich habe mir das jetzt auch ein bisschen näher angeschaut beim Original Leuchtturm. Und ja, das ist einmal das. Dann probiere ich auch schon da mit den Spachteln. Habe es mit der normalen Spachtelmasse auch probiert, aber das kann man vergessen. Man braucht wirklich diese Modellspachtelmasse, die auch auf Kunststoff haltet. Was ich aber auch gemacht habe heute, ich habe einfach mir eine Vorlage von eine Boxe heruntergeladen. Habe sie dann in verschiedenen Größen, wie ich sie brauche, ausgedruckt einmal. Das ist jetzt nur mal für den Leuchtturm. Damit ihr das seht, das sind dann die Leuchtboxen. Das heißt, dort, wo das Fenster, wo das Fenster kommt, kommt dann natürlich diese Leuchtbox drauf, wo dann auch noch das Kabel, die LED hineinkommt, die verkabelt wird im Endeffekt mit dem Arduino gesteuert wird. Das einzige jetzt da beim runden Leuchtturm, ich muss da ein bisschen die Seiten abschleifen, damit es dann auch schön flach anliegt. Da ich verschiedene Größen von Fenstern habe, eben zwei kleine Rundfenster, habe ich mir eben einfach immer die Maße
zugeschnitten, könnte man sagen, nur halt mit der Software. Zwei kleine, wir haben ein großes Runderfenster und sechs kleine rechteckige Fenster. Ja, die kommen dann dort hinein, damit eben das Licht so gesteuert werden kann, dass jedes Fenster extra Licht gemacht werden kann. Da kann man das nicht überall gleich leuchtet. Ja, das habe ich eben auch. Das hat gut funktioniert. Hat jetzt, weil ich jetzt mit einer dicken Außenwand das gemacht habe, hat jetzt so 4,5 Stunden gebraucht für die ganzen. Aber hat er schön gedruckt. Ja, und habe einfach, das Original war das da, glaube ich. Oder nicht einmal mit der Größe, das habe ich dann auf 13 x 3 cm gemacht, 2 x 2 und 3 x 1,5 cm. Und schon haben wir, es gibt ja von einer Firma, die eben auch Leuchtdioden und sowas macht, auch solche Boxen, aber die kosten ein Heidengeld. So hat es mir fast nichts gekostet. Ich möchte euch wieder danken, dass ihr mein Video angeschaut habt. Es war jetzt wieder ein Teil über den Leuchtturm, wie weit ich bis jetzt gekommen bin. Habe zwar inzwischen auch zwei dieser Boxen auch schon so geschliffen am Rand, dass sie wirklich eine Rundung haben und dazu passen, aber das seht ihr dann in einem nächsten Video. Das habe ich noch nicht gefilmt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch eben vielleicht Mut gemacht, selbst das einmal zu machen. Ja, so ein 3D-Drucker ist natürlich nicht so billig. Ich habe ihn mir zur Verfügung gestellt bekommen. Andererseits, ja, sie werden immer günstiger und man kann damit sehr viel auch machen für den Modellbau. Man erspart sich dann sehr viel Kosten bei anderen Dingen, weil eben, wie gesagt, allein diese Boxen, wenn man die bestellt bei einer Firma, kosten jede Menge Geld. Und so kann man sich eben das sparen und hat eigentlich das selber gemacht. Ja, danke nochmal, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, ein Daumen nach oben, würde mich freuen. Oder wenn ihr das erste Mal da seid, ein Abo. Und ja, besucht mich weiterhin. Ihr werdet sehen, es kommen noch jede Menge Ideen.